Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, 30. September. Der Monat neigt sich dem Ende. Und ja, Grund, Bilanz zu ziehen, möglicherweise einfach mal zu schauen, was ging im September ab. Die Bewegungen waren ja dann doch schon steigend, auch beim Devisenmarkt. Haben wir ja starke Bewegung beim Yen gesehen und aber auch bei anderen Währungspaaren. Und heute wollen wir uns einem Währungspaar zuwenden, was nicht allzu oft im Fokus steht, dennoch interessant ist aus vielerlei Gründen, nämlich der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar. Wir sehen hier den Tageschart zunächst und haben auch hier, da gehen wir mal ein bisschen raus aus dem Chart, beziehungsweise ziehen uns den mal rüber, eine generelle Aufwertungstendenz relativ starker Natur seit 2015. Hier gab es auch eine Schulterkopf-Schulter, eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Wirklich bilderbuchmäßig. Hier auch das technisch abgeleitete Ziel 1,45. Das wurde auch punktuell erreicht. Und dann, Sie sehen es ja selber, ging es hier sehr, sehr stringent nach oben. Hing auch natürlich mit dem Ölpreisverfall zusammen, der sich, das wissen wir alle, ja letztlich seit 2016 zusehends erholte. Der kanadische Dollar hier entsprechend dann aufwertete, der Euro ohnehin ein Stück weit in Unsicherheit und ja, das spiegelte sich dann hier im Cross-Repair Euro-Cut wieder, dass entsprechend der Euro schwächer tendierte gegen den kanadischen Dollar, entsprechend das Währungspaar nach unten setzte und hier eben ja, die Ölpreisgeschichte praktisch inkludierte, denn der kanadische Dollar als Rohstoffwährung hängt hier wie die norwegische Krone eng am Ölpreis und das sollte man korrelationstechnisch also durchaus im Fokus haben. Letztlich nach der Korrekturwelle seit Anfang 2016 sehen wir jetzt mehr oder weniger eine stabile Seitwärtsphase, die sich hier gut mit dem kleinen Hochpunkt hier vom April und dem Tief Mitte April, Ende April, sich eben seit einigen Monaten schon hinzieht. Und das ist natürlich auf Tagessicht hier ein relativ zähes Verhalten. Wir haben dennoch eine leichte Aufwärtstendenz vom Tiefpunkt des Dezember letzten Jahres. Ja, lässt sich hier durch diese Trendlinie sehr, sehr schön visualisieren. Wir haben diesen steilen Abwärtstrend gebrochen. Also generell leicht positive Tendenzen, aber hier fehlt so ein bisschen der Drive. Der kanadische Dollar, beziehungsweise der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar ohnehin anfällig, was auch News betrifft. Dazu heute nochmal der Tipp und wichtig, dass wir am Nachmittag hier einiges reinbekommen. Also neben dem, dass der Tag heute ohnehin prall gefüllt ist, schauen Sie sich das mal an. Ich meine, das war hier die Asia und Morning Session, aber dann hier 10:30 gibt es heute wieder einiges aus Großbritannien. EU wird hier um 11 Uhr praktisch nochmal Zugehör bitten und dann haben wir am Nachmittag 14:30 ganz klar eine US-Zeit. Einiges an Konsum- bzw. Inflationsdaten, aber hier eben der kanadische Dollar, monatliches BIP, Rohstoffpreise, Erzeugerpreise, auch hier wichtig und sicherlich auch impulsiv für den Chart selbst. Technisch kann man sagen, oberhalb von 1,49 hätten wir ein ja, prozyklisches Kaufsignal aufgrund der Erholungsbewegung, die wir hier sehen und der Stabilisierung seit mehreren Monaten, sollte also das Währungspaar hier technisch nach oben aufdrehen können. Wir wollen aber heute noch mal ein Stück tiefer gehen, nämlich Intraday schauen, was es damit auf sich hat. Insofern gehe ich mal vom Tag in die Stunde. Wir zoomen uns sozusagen in den Chartverlauf hinein, sehen jetzt hier jüngst eine aktuelle Schwäche, auch eine kleine Seitwärtsrange über die Asia Session. Wir können auch hier die Pivotpunkte mal dazufügen, sozusagen eine Art ja, Fingerabdruck des Vortages und Indikationen, wo praktisch der Mittelpunkt des Tages mehr oder weniger zu finden ist. Pivotpunkt am Forex-Markt durchaus von Interesse. Ansonsten auch natürlich die Support- und Resistance-Level. Resistant oben, Support unten. Und wir sehen, wir steuern hier gerade auf den Pivotpunkt zu, sozusagen. Der Mittelwert des Vortages, Hoch, Tief und Schlusskurs durch 3, das ist der klassische Pivot Point. Und den sehen wir hier bei 1,47,19 und rund. Und da laufen wir jetzt eben drauf zu. Warum könnte der Tag aber bärisch werden? Zum einen haben wir hier eine negative Tagestendenz. Saisonalität zeigt hier mittelfristig bis in den November übrigens auf Tagesbasis gesehen nach oben. Das stützt so ein bisschen den positiven Bias, aber den sehen wir eben heute intraday nicht. Warum eben? Hier zurück zum Thema. Der Wochentag, der zweitschlechteste, der zweitschwächste, also Freitag hier während der letzten 52 Handelswochen, der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar eher schwach ausgerichtet, zeigt sich auch jetzt just mit dieser Kerze, wobei hier noch nicht aller Tage Abend ist. Und was sehr, sehr signifikant ist, ist, wir haben einerseits auf Tagesbasis bei der FTSE-Vektorlogik, Sie sehen es hier, ein bärisches Pattern, was hier durchaus mit über 300 Erscheinungen bei einer Trefferquote von 67% daherkommt und hier einen Erwartungswert von minus 0,62% vorauswirft. Heißt also hier, theoretisch, technisch gesehen, könnte es durchaus
im finalen Tagestief hier zu einem Niveau von um 1,46 kommen, da wären wir knapp über dem Support Level 2, ja, also theoretisch das Tagestief, um dann eine leichte Erholung zu sehen in Richtung Support Level 1 bis zum Close 1,4660 wird es hier prognostiziert und das aber wie gesagt aufgrund eben echt häufiger Erscheinungen in der Vergangenheit. Bei den letzten 17 Jahren trat eben ein Pattern auf, was mit dem Vorlauf dieser 2 Tage dann praktisch einen dritten Tag symbolisierte, beziehungsweise vielmehr den vierten dann, der eben hier eine Schwäche aufweist. Zudem haben wir auch heute hier in der FTSE Vektorlogik Intraday-Grafik eine bärische Tendenz. Die zeigt sich nicht ganz so steil nach unten, muss ich zugeben. Machen wir es mal groß. Ja, wir sehen aber hier, das lief, oder besser gesagt, die technische Tendenz wurde hier relativ gut eingefangen. Zunächst seitwärts, jetzt ein kleiner Tiefschlag, der könnte sogar bis 1,4692 gehen und gegebenenfalls dann eben sogar noch tiefer. Die Frage wird eben sein, ob der Markt tatsächlich dies dann so vollzieht. Wenn wir jetzt eine kleine Adjustierung machen, also da kann man dann praktisch den Preisverlauf ein Stück weit anpassen. Sehen Sie, wie es hin und her schnippt, diese, ich nenne es mal Kristallkugelgrafikverlauf, auch aufgrund dieser aktuellen Bewegung. Da lässt sich doch durchaus noch ein Stück weit mehr ableiten. Also, wie man es dreht und wendet, heute ein schwacher Tag. Die Statistik spricht für eine Schwäche. Der Chart, der Stundenchart jetzt aktuell auch. Da gehen wir jetzt nochmal direkt ins Business rein, machen den mal groß. Neben den Daten, die wir jetzt sozusagen abgefragt haben, ist jetzt die Situation die, dass wir hier im Momentum schon negativ eindrehen. Hier oben ein sehr, sehr klares Widerstandslevel haben. Ja, aufgrund der gestrigen Hochs, heute die Asia-Session, es gelang dem Währungspaar nicht, hier signifikant nach oben zu laufen. Also hier ein sehr, sehr schönes Widerstandslevel, klar definierbar. Unterhalb dessen bleibt es wohl ein Short. So, und da könnte es jetzt erstmal Richtung Pivot Point gehen. Ja. Ein Stück weit hin und her pendeln, um dann hier am Nachmittag dann durchaus in Richtung 1,4606 technisch zu laufen. Ja, machen wir es mal so. Und dann letztlich im Laufe des Tages bzw. zum Wochenausklang so eine leichte Erholung zu sehen. Wird mal gespannt zu beobachten sein, ob wir eben einen solchen Verlauf bekommen. Also charttechnisch und nach statistischen Daten passt das eigentlich ganz gut. Brechen wir hier nach oben raus, würde sich das Setup sofort ändern. Ja, dann wäre der Widerstand gebrochen und man muss davon ausgehen, dass es ja entgegen der Nachrichten, entgegen der statistischen Pattern dann wohl einen positiven Impuls geben dürfte. Und dann wäre hier praktisch durchaus das Level von 1,49 ein Thema, das übrigens ja dann auch auf Tagesbasis sehr, sehr interessant scheint, wie wir am Beginn gesehen haben. Da könnte es dann auch durchaus noch weitergehen. Aber so mal die kurzfristige Tendenz zum Währungspaar. Euro-Cut heute mal im Auge behalten. Man muss sich natürlich zu den News auch auf ja, Spikes einstellen. Schnelle, schnippende Bewegungen, das ist ganz klar. Aber so mal hier die Beschau, wie es denn sein könnte. Insofern wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schon mal vorab ein angenehmes Wochenende. Und wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall am Dienstag wieder, weil Montag, Tag der Einheit, Feiertag. Da gönnen Sie sich ruhig auch mal ein Stückchen Päuschen. Die Märkte selbst werden natürlich offen haben, aber ich sag mal, der Forex-Markt gerade am Montag durchaus auch eine zähe Nummer. Insofern Schatz nicht am Dienstag dann direkt nochmal Fahrt aufzunehmen. Also, ich danke für Ihr Einschalten, wünsche Ihnen viel Erfolg und wenn Sie mögen, hören wir uns alsbald wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.